Dieser einzigartige Workout ist für alle Phasen der Schwangerschaft geeignet. Falls Sie im ersten Trimester sind, folgen Sie mir. Ich zeige Ihnen Stellungen für den ganzen Bewegungsapparat. Wenn Sie im zweiten Trimester sind, folgen Sie Britta. Sie zeigt Ihnen Übungen, die der mittleren Phase der Schwangerschaft angepasst wurden. Wenn Sie im letzten Trimester Ihrer Schwangerschaft angelangt sind, folgen Sie Poppy, die vollkommen neu entwickelte Übungen vorführen wird. Dieser 50-minütige Workout beginnt mit einer beruhigenden Meditation. Der Workout führt durch eine Reihe stehender Übungen, die dabei helfen, Kraft, Beweglichkeit, Balance und Ausdauer zu entwickeln. Eine Reihe sanfter Dehnungen hilft dabei, Verspannungen, Verkrampfungen und Stress abzubauen. Stärkende Übungen helfen dabei, den Oberkörper und den Unterkörper zu kräftigen. Sitzende Übungen helfen dabei, Kraft und Beweglichkeit im Rücken, in den Hüften und Oberschenkeln aufzubauen. Das Programm endet mit einer Entspannungsübung, die Ihnen hilft, sich mit dem Baby in Ihnen zu verbinden. Sie können Yoga wenige Tage nach der Geburt auf dem Bett oder auf einer Matte praktizieren. Wir beginnen mit einer einfachen Yoga-Atmung, mit kräftigenden Übungen für das Becken und mit sanften Dehnübungen für das Kreuz, den Nacken und die Schultern. Die Bodenübungen in Phase 2 helfen Ihnen, Ihre Bauchmuskeln zu kräftigen, Ihre Haltung zu verbessern, die Muskeln entlang Ihrer Wirbelsäule zu stärken und das Becken zu stabilisieren. Wir führen diese Posen aus, um die Ausdauer zu verbessern. In Phase 3 konzentrieren wir uns auf effektive Standübungen, die das Gleichgewicht verbessern, sowie die Stabilität der Wirbelsäule und die dabei die unteren Körperpartien kräftigen. Mit sanften Hüftöffnern und Wirbelsäulendrehungen leiten wir dann zum Entspannungsteil über. Wir beginnen mit dem Kopf des Babys, damit es weiß, dass die Massage beginnt. Dann widmen wir uns den Beinen und Füßen und wenden dabei indische und schwedische Massagetechniken an, um den Kreislauf anzuregen und die Muskeln zu entspannen. Sanftes Streicheln des Bauches hilft, die Verdauung zu stimulieren, während das Massieren der Brust, die Lungen und das Herz kräftigt. Das Massieren der Arme hilft, Verspannung abzubauen und den Kreislauf zu verbessern. Sanfter Druck auf das Gesicht baut Spannungen von Weinen, Saugen und Zähnen ab. Nach einer sanften Rückenmassage folgt eine Reihe von sanften Dehnübungen, die die Beweglichkeit und Koordination verbessern.